als ich so alt war wie ihr jetzt, wurden wir Kinder dreifach politisch im Sinne des Nationalsozialismus erzogen. Einmal in der Schule, nach dem Schulunterricht noch in der damaligen Hitlerjugend und viele von uns leider auch noch drittens im Elternhaus. Als ich 15 war, konnte ich mir aussuchen, was ich in meiner Freizeit machen wollte. Horst Kühnert hatte diese Möglichkeit nicht. Zu seiner Zeit war es ein Muss, nachmittags zum Dienst im Jungvolk oder später in der Hitlerjugend anzutreten. Hier in Limbach zeigt er mir, wo er all das selbst erlebt hat. Heute treffen sich hier Jungs zum Fußballspielen. Kühnerts Generation musste sich hier systematisch auf den Kriegseinsatz vorbereiten. Nahezu gleichaltrige Führer erteilten Befehle und setzten Bestrafungen durch. Wir befinden uns hier auf dem Sportplatz. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Auf eines dieser beiden Tore sollten wir raufklettern. Wir waren etwa 20 Jungs und er befahl, wehe, wenn einer das nicht schafft und auf das Tor klettert. Als wir alle da drauf waren, brach das Tor zusammen. Wenn man jetzt befohlen bekommt, über den Platz zu rennen, sich hinzuschmeißen, ganz egal, wie man dann hinterher aussah, das ist schon demütigend. Ne? Das ist auch schon oftmals ehrverletzend, was da gemacht wird. Hatten Sie Angst, dann auch selber im Krieg stehen zu müssen? Ja, davor hatte ich Angst. Und wenn wir Appell hatten in der Schule, in Limbach, in der Mittelschule, große Schule, großer Flur, montags standen alle Klassen in dem Flur. Wir mussten immer am Anfang dieses Appells, das nannte sich Appell, die Nationalhymne singen, ersten Vers vom Deutschlandlied und den ersten Vers von der SA-Nazi-Hymne. Und erst wenn das alles hier vorbei war, ja, dann konnten wir uns wieder den Arm senken und dann wurden wir in die Zimmer zurückgeführt zum Unterricht. Im Klassenraum vermittelten die Lehrer nicht nur die Rechtschreibung und das Einmaleins. Kriegsbezogene Fibeltexte und die Rassenlehre gehörten zum Lehrplan. Schüler und Lehrer konnten am Nationalstolz des Dritten Reiches nicht vorbeikommen. Wir befinden uns auf dem Weg zu seinem Elternhaus. Hier wohnten und arbeiteten die Kühnerts. In der Backstube seines Vaters musste Horst Kühnert regelmäßig helfen. Durch Entschuldigungsschreiben konnte er dem Jungvolkdienst fernbleiben. Bäckereien waren kriegswichtig. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, am Dienst in der Hitlerjugend oder im deutschen Jungvolk. Wenn ich dort fehlte, musste ich mich auch entschuldigen, um hinterher nicht große Schwierigkeiten zu haben. Die dreiseitige Erziehung, einmal Schule, Jungvolk und dann hier zu Hause. Wie war das bei Ihnen? Bei mir war das so, dass ich von meinem Vater eigentlich sehr liberal erzogen wurde. Sehr offen, sehr ehrlich und gar nicht im Sinne dessen, was ich in der Schule bei unseren Lehrern dort gelernt hatte. Was muss das für ein innerer Konflikt gewesen sein? Sich in Schule und Jungvolk gemäß der Nazi-Ideologie zu verhalten, zu Hause aber die Augen geöffnet zu bekommen. Die Erziehung seiner Eltern ließ ihn die Parole Führerbefehl, ich folge dir, damals schon kritisch betrachten. Herr Kühnert, Sie haben jetzt eine Stunde lang über Ihre persönliche Vergangenheit berichtet, mit der Sie sehr bewegende Momente verbinden. Wie fühlen Sie sich, wenn diese Erlebnisse durch Ihre Vorträge immer wieder hochkommen? Ich denke immer wieder zurück an jene Zeit. Ich kann die nicht ausblenden aus meinem Leben und möchte die Zeit, die mir verbleibt, nutzen, um hier unserer Jugend gegenüber wirklich etwas zu erreichen.